Der ehemalige und der aktuelle Bürgermeister der Stadt Magnerkirchen haben heute von mir ein Schreiben erhalten mit der sachlichen Aufforderung, die C-Zeit in Magnerkirchen aufgrund der RKI-Files nun lückenlos aufzuarbeiten. Und ich habe beiden dafür auch meine Hilfe angeboten. Ich bin der Meinung, dass dies aufgrund dessen, was mit uns allen hier passiert ist, unumgänglich ist. An alle da draußen, die in den letzten Jahren irgendwann erkannt haben, was mit uns hier passiert. Ich weiß, wir alle sind müde und erschöpft. Mir geht's genauso. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe in den letzten Jahren am eigenen Leib Dinge erleben müssen, die ich vor 5, 6 Jahren als unmöglich gehalten hätte. Aber so ist es nun mal. Seid euch dessen bewusst. Im Hintergrund setzen sich tagtäglich ganz viele aufrichtige Ärzte, Anwälte und ganz viele Menschen dafür ein, dass es hier zur lückenlosen Aufarbeitung kommt und somit zur Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass diese RKI-Protokolle nun ein ganz wichtiges Hilfsmittel sind, um mehr als ein Ausrufezeichen zu setzen, um uns ja aus diesem kompletten Irrsinn, der dort im Außen passiert, zu befreien. In diesem Sinne, haltet durch.